Bei einem Anschlag in der Nähe von Kairo sind 3 vietnamesische Touristen und ihr Reiseführer getötet worden. Mindestens 11 weitere Menschen wurden verletzt. Die Reisegruppe war auf dem Weg zu den Pyramiden von Gizeh, als die Bombe explodierte. Wir saßen zu Hause, als wir eine laute Explosion hörten. Wir wollten zusammen mit unseren Nachbarn hin, um zu helfen. Dann hörten wir Krankenwagen und Feuerwehr. Die Explosion ereignete sich gleich an der Umgehungsstraße und wir sahen Sicherheitskräfte beim Bus. Bisher hat sich keine extremistische Gruppe zu dem Anschlag bekannt. Ich kam hier an und sah, wie die Leute Opfer wegtrugen. Ich weiß nicht, ob sie verwundet oder tot waren. Einige Krankenwagen brachten die Opfer ins Al-Haram-Krankenhaus. In Ägypten gibt es immer wieder terroristische Anschläge, auch auf Touristen. Da die Wirtschaft des Landes stark auf ausländische Besucher baut, hatte Ägypten zuletzt die Sicherheitsmaßnahmen massiv verstärkt.